Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest, die verworrene Seele anzunehmen bei Amal Tazad in Ahervus, die Schwarze Festung, auf der Ebene Halle des Befehls, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehme die Quest an. Und nun muss ich von Azshavas Zorn den Eisseelenanhänger besorgen. Die befindet sich ja in der Instanz das Auge Azshavas. Da melde ich mich übers Dungeon Browser an. Ihr könnt natürlich auch auf Normal reingehen, heroisch, mythisch, wie auch immer. Klicke jetzt Gruppe finden und zeige ich und dann werde ich euch zeigen, was sich der Boss befindet und das Teil looten und so weiter. Da hat Azshavas Zorn nur noch wenige Prozent und gleich darf ich das Quest-Item looten. Wenn ihr euch vom Questgeber wegbewegt habt, in der Wartezeit oder für eine mythische Genie eventuell zu einer Instanz geflogen seid, dann müsst ihr euer schwarzes Tor nutzen, um wieder zu Ahervus zu kommen. Loote jetzt den Boss. Und da ist er, der Eisseelenanhänger. Da ich beim Boss, beim Questgeber meine ich, geblieben bin, mache ich einfach Instanzgruppe verlassen und dann komme ich bei ihm heraus. Quest ist dann abzugeben bei Amal Tazad in Ahervus, die Schwarze Festung, auf der Ebene Halle des Befehls, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao!